Hast du auch schon mal versucht, deine Lebensgeschichte neu zu schreiben? Geht das überhaupt, so etwas aus der Vergangenheit neu zu schreiben? Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Hallo Pascal, schön, dass du da bist aus Mexiko. Hallo Andreas, schön, dass ich bei dir sein darf. Die Lebensgeschichte neu schreiben? Ja. Ja, das können wir. Aber wir schreiben nicht die eigentliche Geschichte neu, sondern wir nehmen eine andere Position ein, wir nehmen einen anderen Blickwinkel ein und wir bewerten es anders, wobei wir eigentlich aus der Bewertung komplett rausgehen, und das ist nämlich der Trick dabei, und sie dann mal aus der Neutralität betrachten, und dann sind viele Lebensgeschichten plötzlich wundervoll. Genau, genau. Da frage ich zum Beispiel manchmal die Menschen, wie würdest du deine Lebensgeschichte so beschreiben, wenn du jetzt zurückschaust? War sie eher Leid und schwierig und schwer, oder war sie eher Freude, Genuss, Leicht und Liebe? Und dann sagen immer ein paar, sagen, ja, das war ja schwer, und andere sagen, es war ja leicht, dann sage ich, ja, und wer lügt? Nur du weißt, wie deine Geschichte war oder wie du sie eben erzählen möchtest. Schau doch das Video über die Mythen an. Und da geht es eigentlich um etwas wieder Kollektives auch. Ich habe vor 5 Jahren all meine Workshops zusammengefasst in 5 Workshops und habe dann gemerkt, das sind 5 Lebensgeschichten. Und in diesem Jahr habe ich gemerkt, das sind die 5 Leidensrollen unserer Seelen als Menschen. Da kommen wir jetzt gerade hin. Und das kollektive Thema ist, dass dieser Name Lebensgeschichte, weil ich glaube, dass viele Menschen nicht zufrieden sind mit ihrer Lebensgeschichte. Irgendwo hädern sie da. Und das ist ein praktischer Name, der den Menschen gefallen hat. Ja, deine Lebensgeschichte, da ist natürlich die Seelengeschichte dahinter oder der Seelenplan. Haben auch darüber gesprochen. Ja, also sagen wir doch noch einfach einmal, du kommst aus dem Licht, du bist eigentlich du hast eigentlich keine Vorprogrammierung, und dann kommst du in dieses Leben, das wird auch ausgewählt, das ist irgendwo da oben geschrieben, und dann gehst du durch gewisse Erfahrungen durch. Wie du jetzt gesagt hast, schau das, dass du tief durchatmest und nicht wertest, versuchst deine alte Geschichte nicht zu interpretieren. Und dann können wir diese Leidensrollen mal anschauen. Dann hast du den Mut, da auch hinzuschauen. Ja? Also nicht werten. Was sind die denn? Und das fand ich wirklich spannend, als ich jetzt im März 2020 mal diese ganze Lage angeschaut habe, was die Medien für Informationen verbreiten, wie die Menschen darauf reagieren und wie ich auch reagiert habe darauf. Ich glaube, viele, vielleicht du auch, waren für mindestens einen Moment mal in einem Schockzustand, haben Angst gespürt, haben Ohnmacht gespürt, haben, ja, und da bin ich jetzt schon drin. Ich beginne jetzt bei der ersten, vor der Ohnmacht, die Ignoranz. Ich glaube, viele Menschen sind auch erwacht, sind daran, weil wir merken, dass wir eigentlich so wenig wissen, was denn wirklich abgeht. Und dass man uns auch Zeug verzapfen kann und erzählen kann, das eben gar nicht stimmt. Das ist nicht die höhere Wahrheit. Da ist viel mehr dahinter. Also Ignoranz. Schau doch mal hin. Da habe ich gedacht, wow. Ist es eigentlich nicht nur diese Ignoranz, ist ja, wenn ich selber etwas nicht sehen will. So ist für mich Ignoranz programmiert. Ja, aber es ist ja auch Informationen, die einfach nicht zu mir kommen. Das auch. Weil andere es ignorieren, sie mir zu geben zum Beispiel. Ich möchte ja mehr Informationen haben. Also, genau. Aber mir fehlt die richtige Information. Es kommt jede Menge Schrott, aber nicht das, was ich gerade brauche. Dann sage ich doch schon auch das lichtvolle Wort, wo wir eigentlich alle hingehen möchten, ja. Und du schaust jetzt, welche dieser 5 dich am meisten berühren, und das ist dann dein Seelenthema. Wo geht das hin? Ins Wissen. Und schau, ein Lichtwesen, du als dieses Lichtwesen, du weißt alles. Du kannst das Wissen bekommen, jetzt, in diesem Moment, über Heilen, über
alle Formen des Zusammenlebens anderer Zivilisationen, wo ich auch ein Video machen durfte mit dir, das ist alles da. Okay, das können wir alles, ich sage nicht gerne channeln, weil wir sind alle direkt angebunden heute. Okay, Ignoranz, du hast recht, das Unwissen, das kommt auch vom, dass vielleicht jemand nicht will, dass wir es wissen oder uns das Wissen nicht gegeben hat, das ist ein Teil, okay, das kommt davon. Und dann ist der andere Teil, dass du es nicht gesucht hast. Also es ist auch eine Einladung, dass du es suchst. Das sage ich immer. Francis Bacon sagte, Wissen ist Macht. Macht ist schon das zweite Thema. Wissen ist Macht. Jetzt kannst du da bleiben und sagen, naja, die sagen mir das nicht. In der Schule haben wir es mal nicht erzählt. Ja, dann such's doch. Deswegen gibt es Delfin-TV. Deswegen gibt es solche Wilden wie ich. Also entweder suchst du es dir, weil gewisse, ich sage jetzt das neutral, Wissensübermittler, die leben nicht mehr, weil sie gewisse Dinge übermittelt haben, dann musst du es dir halt suchen. Oder, haben wir vorher gesagt, du holst es dir direkt herunter. Du bist angebunden. Das ist eine der großen Aufgaben jetzt in dieser Phase des Wandels. Den Mut haben, dein Wissen zu erweitern. Das, was früher noch als, wenn ich an meine Kindheit denke, als lächerlich galt, als verboten, als, ja, soll man nicht tun, darf man nicht, oder wir noch eben in uns haben diese alten Muster. Wissen ist Macht. Das zweite Thema, schaut mal in dieses 2020, wie viele Menschen haben sich nicht ohnmächtig gefühlt, du auch? Du kannst nichts tun. Ja? Ich wurde auch wütend, gebe ich zu. Ich wurde auch wütend. Es kann doch nicht sein, dass die das mit uns machen. Ja, wer denn? Nein, das ist der falsche Weg. Wir sind ein Teil davon. Aber es ist gut, dass wir diese Ohnmacht merken. Ja? Wo ist denn dann diese Macht? Ja? Wo haben wir diese Macht abgegeben? Seit klein auf haben wir sie abgegeben. Dann schau die anderen Videos an. Und wieder kollektiv ist es ein Thema. Ja? Macht wurde missbraucht, dann willst du sie nicht. Für mich hängt Macht auch in der inneren Heilung eben zusammen mit Vater, Mutter, dieser Liebe und den Ahnen. Wir haben gesagt, glaube ich, in einem der ersten Videos, das wir gemacht haben, du bist ein Lichtwesen und dass du empfangen worden bist und dich auch entschieden hast für Mami und Papi, das ist ein Beweis der Macht. Du bist eine Inkarnation des Lichtes in deinem Körper. Wow. Fühlt sich das auch so gut an, so wie ich das gerade jetzt spüre? Wir haben die Macht. Ich habe ein eigenes Video darüber gemacht und ich werde auch noch weitere darüber machen, wo, wie wichtig es ist, dass wir nämlich unsere Macht wieder zu uns zurückholen. Und das sind oft so Kleinigkeiten, solche einfachen Beispiele, wo man erst gar nicht drauf kommt. Und wenn man dann aber mal drüber nachdenkt, und deswegen mache ich ja die Videos, dass man erkennt, hallo, genau, damit fange ich jetzt an. Und der Rest, der kommt dann ganz von alleine. Und dann, wie du sagst, zu erkennen, wo wir herkommen, was für machtvolle Wesen wir eigentlich sind. Und dann, habe ich auch in einem anderen Video gesagt, so öffnest du nur über diesen Heilprozess, über das Polaritäten, 1, 2, Polaritäten überwinden, Dreieck, Pyramide, du gehst immer wieder eine Stufe höher. Darüber entwickelst du deine Medialität und dann plötzlich hörst du den Engel, wie er hinter dir mit seinen Schwingen schlägt, bevor du nun nur an ihn denkst. Und wieder passiert so ein Switch in deinem Bewusstsein und es geht weiter und weiter. Und ich durfte einmal bei dir eine Geschichte erzählen, als ich auf einem anderen Stern war. Das ist Macht pur. Licht ist Macht. Und schaut jetzt, alle die 5 Seelenthemen, die bringen dich zurück ins Licht. Wissen ist Licht. Du weißt alles. Licht ist Wissen. Licht ist Macht. Nächstes Thema. Wer hat sich nicht in diesen Zeiten, den letzten Monaten, so richtig abhängig gefühlt? Vom Food Chain, wie heißt das, von der Ernährungskette, weil es irgendetwas nicht mehr gab zu kaufen.
Wer hätte gedacht, dass in Mexiko die Regale voller waren, als, so wie ich es gehört habe, hier in Deutschland? Wer hätte gedacht, dass wie diese Dinge sich plötzlich verändern, ne? Auch abhängig von bestimmten Mustern, Ideen, Werten, abhängig vom Internet. Ja, wir dürfen auch bereit sein, dass es halt mal nicht mehr funktioniert oder das Licht. Das Elektrische meine ich. Ja, abhängig von was? Abhängig von Menschen, abhängig von der Arbeit, ja? Das bringt dich wieder zurück ins Licht. Warum? Wo bringt uns das hin? In die Freiheit. Zu schauen, wo bin ich nicht frei? Also, ja, ich bin ja nie frei. Und okay, das ist meine Antwort. System umsurfen, wie der in meinem Buch Der kosmische Surfer. Freiheit ist Licht und Licht. Licht macht dich frei. Du findest immer irgendwo deine freien Räume. Das findet jeder selber. Ja? Abhängigkeit. Und was kommt jetzt noch? Also du bist jetzt auch wieder, du lebst jetzt immer mehr diese Freiheit. Und dann denkst du, wie du doch Angst hattest, vielleicht auch, dass das Geld nicht reicht. Wer hat das erlebt in diesen Zeiten? Mangel. Mangeldenken, Mangelbewusstsein. Dank dieser Zeit durften wir das sehen im Spiegel. Und Mangel ist was ganz Tiefes, das auch, es geht ums Kollektiv, da haben wir gesagt, das in der Menschheitsseele steckt. Das geht zurück auf ganz alte Verletzungen der Menschen, der Entwicklung des Menschen. Da gehen wir ein andermal drauf ein. Wo möchten wir hin? In die Fülle. Als Lichtmensch bist du in der Fülle. Eigentlich haben wir alles. Und wenn du wieder in dein Herz gehst, die Liebe fließen lässt, dann meistens merken wir, dass es geht dann doch wieder. Wir haben ja doch dann mehr Ressourcen, als wir dachten. Da findest du doch wieder was unter der Matratze versteckt. Die Menschen haben ja solche Angst, die schauen da gar nicht auf ihr Bankkonto, dann zählen sie und sagen, ich habe doch mehr, als ich gedacht habe. Also es ist ganz interessant, was da alles damit zusammenhängt. Fülle. Licht ist auch Fülle, Überfluss, Reichtum. Du kannst das auch sagen. Ich bin Wissen. Atme das ein. Ich bin Macht. Ich bin Freiheit und ich bin Fülle und Überfluss. Es fließt alles durch mich hindurch. Und das fünfte Thema, das ist das Übergeordnete. Das ist das fünfte Seelenthema, die fehlende Liebe. Hinter allem ist diese Liebe, die ich nicht bekommen habe. Und da können wir noch ein bisschen nochmal hingehen, nochmal die einatmen, wenn ihr möchtet. Ja? Und das bringt uns zur Liebe. Auch von der fehlenden Liebe zur Liebe gehen, die da ist, oder von der bedingten Liebe gehen zur Liebe, zur göttlichen Liebe. Ich spüre die Liebe als eine der göttlichen Qualitäten des Lichtes, sogar als die Mutter aller Gefühle, sage ich immer gerne. Geh doch noch einmal ins Herzen. All meine Aufmerksamkeit ist auf mein Herz gerichtet. Atme aus, was jetzt kommt bei dir an, wo nicht Liebe da war, wo bedingte Liebe war. Du wirst nur geliebt, du wirst nur akzeptiert von der Gesellschaft, von der Familie, vom Clan, wenn du tust, was sie sagen. Und das ist ja diese Zeit. Die Probe ist jetzt die Prüfung, ob du im Spiegel dieser Zeit eben dich auch noch liebst, es dir auch noch wert bist, auch noch vertraust, auch wenn... Ich mache nochmal den Wrap-up, nochmal die Zusammenfassung. Auch wenn dich alle anlügen, auch wenn die Freunde weggehen plötzlich und sagen, du bist jetzt
du denkst nicht so wie ich. Ich will dich jetzt nicht mehr haben in meinem Umfeld. Wenn du plötzlich alte Abhängigkeiten loswerden musst, ja, plötzlich kannst du eben nicht mehr rausgehen und musst im Internet arbeiten wie ich. Plötzlich hat's weniger Geld da. Bist du jetzt auch noch? Fühlst du dich jetzt immer noch sicher und vertraut? Und dann merkst du das Maya, die Lüge, die Illusion und gehst zurück ins Herzen. Es war immer gleich. Ja? Es ist immer für dich gesorgt. Es hat sich nichts geändert. Wenn es dir in den letzten Monaten, wenn es schwierig war für dich, dann war das alles schon da. Alles, was jetzt passiert auf der Welt, ist ein Katalysator. Oder ein Megaspiegel, der dir halt zeigt, wo du bist. All meine Aufmerksamkeit ist auf mein Herz gerichtet. Und atme jetzt diese Liebe ein. Sie darf zu dir kommen. Die kosmische Liebe, die göttliche Liebe, sie fließt in dich hinein. Du nimmst sie auf in dein Herz. Vom Herzen verbinde ich mich nach oben, wieder mit der göttlichen Quelle. Ich nehme dich mit dahin und es perlt der Sternenstaub hinein in deine Neuronen, in deine Zellen, in deine Gene und erinnert dich, wer du wirklich bist. Du warst der du schon immer warst. Du warst die du schon immer warst. Und wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf dein Leben, dann fällt es dir einfacher zu sagen, ich akzeptiere und segne meine Vergangenheit. Und du nimmst alles an und weißt, es war alles da, um zu lernen, um dass du jetzt da bist, wo du bist, und es wird wunderbar weitergehen. Ja? Auch wenn wieder mal ein Moment kommt, wo du sagst, wirst vielleicht wütend, wirst traurig, es fordert dich heraus. Aber du weißt, du erzählst deine Geschichte, da waren wir am Anfang, du erzählst deine Geschichte nicht, bevor du überhaupt anfängst, zum Beispiel mit, es war ja alles so schrecklich und so. Ne? Kann ja versteckt noch ein bisschen da sein, sondern du, ja, du hast vielleicht tiefe Verletzungen erlebt, aber du hast sie angenommen. Die Narbe ist noch da, sagt man im Coaching, der Schlange, des Schlangenbisses. Und du zeigst sie sogar. So, ja, da haben die mich gebissen. Aber du leuchtest und gehst weiter. Viele, viele Menschen haben das geschafft. Viele Menschen haben ihre Lebensgeschichte neu geschrieben. Und die funkelt nur so. Die ist ein Beispiel für andere Menschen. Ja? Und die strahlt vor Liebe und Weisheit. Ich wiederhole es nochmal. Vor Wissen, vor Macht, vor Freiheit, vor Fülle und vor Liebe. Ja. Wunderbares Schlusswort. Dankeschön, lieber Pascal. Danke dir. Da mal so wunderbar drüber haben reden können. Und ja, schau dir jetzt einfach mal aus diesem Blickwinkel deine Vergangenheit an und nimm sie an als das, was sie nämlich ist. Vollkommen richtig. Und klar, du hattest Herausforderungen. Aber sei mal ehrlich, je größer die Herausforderung war, desto mehr hast du daraus gelernt. Nur deswegen bist du ja jetzt an dem Ort, an dem Platz, an der Stelle, wo du jetzt bist. In deiner Entwicklung auch. Und von daher, wenn wir das wirklich innerlich annehmen können, dass alles richtig war, dann plötzlich wird das Leben viel schöner, viel leichter, weil wir diesen Ballast nicht mehr haben. Weg mit dem Rucksack, hier sind wir und glücklich leben wir jetzt weiter. Pascal, ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Glück, Liebe, Erfolg, wenn du jetzt wieder zurück nach Mexiko gehst und da dein Wirken mit den Menschen fortführen kannst. Ja. Schön, dass du hier warst, dass du die Zeit genutzt hast. Danke, gracias. In deiner kurzen Zeit hier in Deutschland, dass wir diese Interviews machen konnten, die Sendungen. Ja, danke. Und wir möchten diese gemeinsame
mexikanisch-deutsche, schweizerische Energie, weil du kommst ja aus der Schweiz, ja, zu dir senden, verbunden mit all unserer Liebe. Dann sage ich, mi casa es tu casa. Das sagen wir, mein Zuhause ist dein Zuhause, sagen die Mexikaner. Ihr seid auch immer willkommen, du auch in Mexiko, im Naturheilpark Semuc, wo wir auch viel Schönes tun, zusammen mit den Indigenen dort und für sie, auch von ihnen lernen. Das ist auch ein Teil dieser neuen Zeit für mich. Das Alte, diese alten Kulturen wieder ehren und von ihnen lernen, das fließt zusammen in diesem, für mich, in diesem kollektiven Heilen. Wunderbar. Ich bringe die Kamera mit. Yes. Du auch? Alles klar. Bis dahin. Wir sehen uns. Mach's gut.